Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Wir fahren hier gerade am Strand von La Paz, also unterhalb von La Paz lang. Hatten hier einen schönen Übernachtungsplatz am Meer und müssen uns jetzt wieder zurück über den Strand arbeiten. Aber es sollte kein Stress sein, solange es nicht regnet. Aber da hinten schaut es irgendwie nach Regen aus. Ganz anderer Weg, oder? Ah, ne, hier ist es. Gerade unterhalb von La Paz, fahren gerade hier noch auf der Baja California entlang. Wir werden wahrscheinlich noch eine Woche hier verbringen, also auf der Baja California, und dann auf das mexikanische Festland übersetzen und dann innerhalb von einer Woche Richtung Guatemala brausen. Ja, wir liegen hier oben drin, schön im Aufstelldach, und es ist schön windig. Wir stehen direkt am Meer. Wollt ihr mal rausschauen? Ja. Und der Vorteil hier, es windet schön durch, also die Wärme geht raus, die Moskitonetze sind schön dicht, da kommen keine Moskitos rein. Unsere kleine Prinzessin fühlt sich hier oben wohl. Wer fühlt sich hier oben wohl? Du fühlst dich hier oben wohl, hallo. Ja, sag mal hallo, sag mal hallo. Ja, wende dich ruhig ab und kuschel dir. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt auch geschaut. Musst du husten? Mir?
nicht? Okay. Mach's mir Angst, Kleiner. Ja, auf jeden Fall haben wir gesagt, wir haben ja geschaut wegen der Verschiffung mit dem Hund von Panama nach Kolumbien. Und so wie es ausschaut, werden wir mit unserem kleinen Tierchen fliegen. Fliegen gefällt dir am besten? Ja, fliegen gefällt ihm am besten. Ja, bleibt bei Herrchen. Ja, er hat gesagt, Segelboot will er nicht, er will bei uns bleiben. Ja. Ja, und so werden wir dann wahrscheinlich innerhalb der nächsten 2 Monate, also nicht innerhalb, sondern in 2 Monaten, werden wir dann Richtung Südamerika unterwegs sein. Und bis dahin werden wir jetzt noch diese ganzen Länder machen müssen, dürfen. Guatemala, Costa Rica, Panama, alles was da noch dazwischen kommt. Ist das schön? Ist das schön? Schau mal in die Kamera, sag mal hallo. Sag mal hallo. Wir haben unter anderem jetzt neues Motoröl hier kaufen können in La Paz. Wir haben Filter für den Diesel, Filter fürs Öl kaufen können. Und ich würde mich ja gerne unter das Auto legen und den Ölwechsel jetzt machen. Das Problem ist nur, hier gibt es überall Schlangen. Ich habe, glaube ich, ein Video davon gemacht. Ich zeige euch gleich die Schlange. Was ist denn das für eine? Was haben die für eine Farbe? Ist die schnell? Ja. Eieiei. Boah, die kommt zurück. Also, wir haben ja hier unter anderem in La Paz noch einen Ölfilter kaufen können. Einen Dieselfilter und Motorenöl. Und wir haben auch unsere Batterie mal. Ja, ich film gerade. Ja, du darfst auch was sagen. Darfst du auch was sagen? Ich will auch was sagen. Was willst du sagen? Das ist mein Buddy, gell? Das ist mein Buddy, gell? Du musst immer so Kontakt schlafen hier. Wir haben unsere Batterie, unsere Starterbatterie testen können. Die ist auch noch super in Ordnung. Der Motor läuft absolut ohne Probleme, seit wir dieses Schlauchproblem gefunden haben. Und wir sind total happy. Also seither keine Motorenprobleme mehr. Es läuft alles super. Ja, Hundefutter haben wir auch bekommen, gell? Ja. Knochen hast du auch bekommen? Ja. Genug Äpfel gibt es hier auch. Hat er auch jeden Tag Apfel? Ja. Und ja, gekuschelt wird. Wir wollen uns jetzt auf diesem Weg auch mal bei unseren Followern herzlichst dafür bedanken, für alle Tipps, Tricks, die ihr für uns habt, aber auch bei unseren ganzen Kaffeekassenspendern. Vielen Dank dafür, sei es über unsere Homepage oder sei es über YouTube. Der Kaffee kommt bei uns an. Wie ihr seht, wir sind fit und wir sind jetzt auch bereit, die ganzen Länder bis nach Panama im Schnelldurchlauf zu machen. Wie ihr wisst, wollen wir im April verschiffen, das heißt von Mittelamerika nach Südamerika. Das heißt, wir haben einige Länder vor uns. Wenn ihr dabei sein wollt, klickt einfach unten auf. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, hier ist Abonnieren. Klickt auf Abonnieren oder auf Like oder auf beides. Würden uns tierisch freuen, wenn ihr uns begleitet. Bis dahin, macht's gut.